Schere, Stein, Papier. Ja, passt mal auf, das können wir echt so machen. Ich schreibe dann einfach einen Countdown rein, hier in den Emoji-Channel. Also so, ne, 3, 2, 1 und wir dann halt, dann müssen alle gleichzeitig das schreiben. Okay, 3, 2, 1. Okay, Moment. Benny ist rau, Darky hat gewonnen. Stein schlägt Schere, Schere schlägt Papier. Also Darky gewonnen, oder? Muss am Anfang immer den guten alten Stein nehmen. Papier schlägt Stein. Stimmt, Papier schlägt Stein. Verdammt, Moment mal. Schere gibt's zweimal. Moment mal, wer hat denn jetzt gewonnen? Was ist das hier? Ja, Benny darf jetzt los. Wir machen erstmal nur Strecken, würde ich sagen. Andererseits, ihr könntet natürlich auch vorschlagen, mit was ich dann fahren soll. Also sozusagen einfach alles drei. Strecke, Charakter. Okay, das ist eine Frau. Das soll eine Mario Kart 8 Strecke sein? Nur, ich mache mal neben mir wirklich die Streckenleiste auf, nur dass wir sie dann einmal sehen können. Eine Frau und offene Hände. Moment mal, sind die offenen Hände sind locker einfach nur ein Symbolbild, ne? Das geht gar nicht um die Hände, das geht darum, dass es ein Symbol für irgendwas. Ist es die Partystraße? Weil so Hands up, so yeah, Party? Nicht die Partystraße. Eine Frau, nicht die Hände zusammen. Eine Frau, die nicht die Hände zusammen hat. In der Schweiz? What? Was hat die Schweiz damit zu tun? Ja eben, was ist das denn? Milch? Gelb? Das Käseland. Das ist auf jeden Fall das Käseland. Okay, aber was für... Hä? Deswegen die Schweiz. Ach so. Was hat denn die vor damit zu tun? Ja, das frage ich mich halt auch. Okay, wollen wir jetzt das Käseland spielen? Wir spielen das Käseland jetzt. Was wollen wir sagen, wenn ich irgendeinen bestimmten Punktstand nicht erreiche, dass ich dann sterben muss oder sowas? Muss ich was machen? Oder ist es ein bisschen krank? Also irgendeine Strafe angenommen, ich schaffe es nicht. Warum musst du sterben? Angenommen, ich schaff's jetzt nicht von den die 5, ich sag mal hier, wir machen eine Best of 5. Und wenn ich von den 5, das macht keinen Sinn. Sagen wir machen in der ersten Runde 5 Strecken, die ich erraten muss. Und wenn ich das nicht schaff, dann muss ich Benny 5 Euro spenden. was habe ich gerade erzählt? Bin ich doof? I'm in for that. Ja gut, machen wir so. Also 5 Ratespiele und ich muss die Mehrheit von diesen 5 erraten. Wenn du nichts errätst, musst du dafür sorgen, dass du 500 Punkte minus machst im Online-Modus. Dann lieber 5 Euro spenden. Ihr merkt, ich habe das gut geplant, ne? Ich hab das hervorragend geplant im Voraus. Ich hatte nur diese lustige Idee und dachte mir, ja gut, aber über die Sachen dahinter habe ich mir keine Gedanken gemacht. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Jetzt hat theoretisch Benny schon wieder gewonnen. Das machen wir aber nicht. Deswegen hat Homepage gewonnen. Die Zahl war 666. Deswegen hat jetzt Homepage gewonnen. Ja, okay. Homepage, komm. Please. Please. Das ist ja viel zu einfach. Das ist ja die Instrumentalpiste. Wenn du mich stresst. Entschuldigung. Das ist natürlich Toads Turn. Du meinst Toads Mautstraße? Diese Strecke heißt offiziell Toads Mautstraße. Andere Meinungen werden nicht akzeptiert. Andere Meinungen sind illegal. In Deutschland. Man darf wegen Corona keine Streams mehr über 1000 Zuschauer haben, außer Peter Altmaier macht Sportstreams mit seinen Hanteln. Wenn, also, no shit, Peter Altmaier Abnehmstream würde ich mir halt gönnen abends. Also vorausgesetzt, ich habe Star Trek durchgeguckt, YouTube ist dead und Social Media Server sind alle down und ich habe nichts zu tun, weil meine Bücher verbrannt sind. Dann Peter Altmaier. Wobei, ganz ehrlich, so ein Jan Hofer Gainstream wäre eigentlich noch viel besser. Ein Susanne Daubner Yoga-Stream, weiß ich nicht, ob ich mir das antun würde. Darky, was hast du dir ausgedacht? Ihr dürft gerne auch mehrere Emojis verwenden. Was soll das denn sein? Oh, ich habe eine Idee, was das sein könnte. Ist das Big Blue? Weil es so zwei Dinger sind, die sich so überkreuzen, die zwei Streckenteile, die sich überkreuzen. Soll das Big Blue sein? Wenn das Big Blue ist, bin ich Big Brain. Ja, Big Blue. Oder Mute City? Ist auch nicht... Na, schade. Ich habe echt... Ach, Mann. Es gibt noch eine mit Überkreuzung. Ein Haus. Die Gruselwuselvilla? Nee, die hat keine Überkreuzung. Ein Haus. Ein Haus? Ein Haus. Doch, die Gruselwuselvilla. Die hat gewissermaßen eine Überkreuzung. Doch, da am Ende, in dem Häuschen, wo man da einmal unten, einmal oben. Ja! Haha! Darky schreibt noch auf Discord, der englische Name lautet Twisted Mansion, deswegen habe ich den oberen Emote genommen. Ah, Twisted Mansion. Ah.
Welche Zahlen habt ihr hier? 2385, 1300, 6000, 9000, 1307. Haben sie das gewonnen? Die Zahl ist nämlich 2020. Ich weiß, das ist sehr kreativ. Okay, der Charakter. Jetzt haben sie lootet einfach gleich alles. Ein Schwein, eine Medaille und eine Prinzessin. Eine Schweineprinzessin? Oder soll das Bowser darstellen? Kartleiter oder Reifen? Fledermaus? Ah, den Flap-Flap. Flap-Flap-Kleiter, aber ist ja kein Kart. Die Strecke ist windig mit Klamotten und Wasser. Okay, gibt es den Flap-Flap-Kleiter überhaupt in einem Kart? Ich glaube, es gibt so eine Fledermaus oder nicht. Oder bin ich gerade doof? Ah nee, der Charakter ist Donkey Kong. Der Charakter ist Donkey Kong. Pass mal auf, der Charakter muss Donkey Kong sein, weil er hat so eine, das soll die Krawatte sein, und er hat Pauline gekidnappt. Deswegen ist das Donkey Kong. Ist das Donkey Kong? Nee. Schade. Achte auf die Medaille. Das ist eine Medaille. Ah, welcher Charakter hat denn eine Medaille um den Hals? Welcher Charakter hat denn davon eine Medaille um? Ah. Okay, das ist keine Medaille. Das ist gar keine Medaille. Das ist so ein, hier von Peach, die hat doch so ein Ding um den Hals. So ein, wie heißt das auf Deutsch? So ein Necklace, so ein. Wie heißt denn das? Eine Halskette. Dann ist es Peach. Dann ist es auf jeden Fall Peach, oder nicht? Ah ne, rosa Gold-Peach. Rosa wie ein Schwein. Goldmedaille. Peach. Es ist rosa Gold-Peach. Es ist rosa Gold-Peach. Und die Strecke. Okay, irgendwas mit Wind und einem Sandwich. Welche Strecke hat Wind? So Windböen. Mir kommt da gerade irgendwie die Delfinlagune in den Kopf. Ich weiß auch nicht warum, wegen diesen Böen, die aus diesen Röhren kommen. In der Klammer ist nasse Wäsche. Ja, okay, aber warum? Die hängt man raus zum Trocknen an den Wind. Trocken. Staubtrockene Wüste? Was hat der Sandwich damit zu tun? Staubtrockene Sandwich-Wüste? Sandwich. Ein Teil vom Sandwich ist Käse. Sand. Ja, es geht um eine Wüste. Es geht um eine Wüste auf jeden Fall. Oder die staubtrockenen Dünen. Wie heißen die denn nochmal? Hä, bin ich gerade blöd, Alter? Staubtrockene Wüste? Die Dünen! Weil die Wüste habe ich vorhin ja schon erwähnt. Die Dünen gibt es ja auch. Stimmt, die habe ich vergessen. Das war too much für mein Gehirn. Das war absolut too much. Knochen. Die heißen Knochentrocken. Die heißen gar nicht staubtrocken. Ich mag diese Strecke. Ich glaube, sie ist verhältnismäßig unbeliebt, ne? Aber ich finde sie eigentlich echt ganz geil. Muss ich sagen. Also diesmal was anderes, halt so eine rote Wüste hatten wir sonst nie. Okay, ich habe eine Zahl und ich mache jetzt einen Countdown. Und dann nach dem Countdown ballert ihr alle einfach gleichzeitig euren Guest rein, okay? Okay, 3, 2, 1, gib ihm. Alter. Okay, Luca hat gewonnen. Die Zahl war 3740. Ich mal gucken, ob das so eine Sammelstrecke wird oder ob das was vernünftig, also was man vernünftig erraten kann. Das, dann wird ihr es easy. Ah ja. Was zum Teufel? Okay, der Charakter. Denke Englisch und outside the box. Willst du mich trollen? Okay, was könnte das für ein Charakter sein? Er guckt so komisch nach oben. Vielleicht komme ich eher auf die Strecke. Da ist ein Affe und ein Auto. Und es geht nach oben. Und man fliegt dann rum. Ich würde sagen, die Strecke ist Donkey Kongs. Wie heißt das nochmal? Donkey Kongs DK-Dschungel. DK-Dschungel. Wäre jetzt so mein Tipp. DK Dschungel ist falsch. Das Kart. Warte mal, jetzt brauche ich gerade mal meine Maus. Das ist doch ein Herz, oder nicht? Was soll das denn sein? Herzschlag sogar. Irgendwas mit Französisch? Halt, es gibt doch diese Strecke, die so einen französischen Vibe hat. So ein romantischer Herzschlag, Frankreich, dann so eine. Denke Englisch, okay. Monkey Car, Upwind. Hat das einen. Das muss ja einen Sinn haben, warum das nach links geht und das nach rechts geht. Das muss ja einen Sinn haben. Ja, ein kleiner Tipp wäre, es muss, glaube ich, irgendein kleiner Baby-Charakter sein. Das glaube ich schon. Aber welcher davon? Der Ausdruck von den Emojis sagt es aus. Traurig, er ist traurig. Wer von den Leuten hier ist denn traurig? Weiß nicht, Luigi ist mal ein bisschen depressiv, ne? Aber die sind alle glücklich, diese Leute. Der Char hat den Ausdruck nicht. Plot-Twist? Es hat einfach nichts damit zu tun. Dieser Pfeil nach oben sieht für mich aus wie so eine Flugleiterrampe. Bin ich denn... Das ist doch nicht Yoshis Tal. Das kann doch nicht das Yoshi-Tal sein. Ich sage einfach, das ist das Yoshi-Tal. Nee. Er sagt einfach nee. Ich fasse es nicht. Dann muss ich ehrlich gestehen, habe ich bei diesen drei Sachen... Was hat Frankreich damit zu tun? Ich habe überhaupt keinen Plan.
Darky hat gesagt, er weiß es schon. Dann schreib's mal hier rein. Wenn du den Charakter weißt. Jetzt habe ich ja offiziell aufgegeben und verloren. LOL. Shy Guy? Shy? Was hat denn das mit Shy Guy zu tun? Guckt euch mal, sieht dieser Junge für euch traurig aus? Dieser Junge sieht verdutzt aus. Er sieht verwundert aus. Aber der sieht nicht aus, als ob er gleich anfängt zu heulen. Und was haben diese Hände damit zu tun? Weil er schüchtern ist. Hä? Was? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist Schiebung. Okay, und was soll das andere sein? Hier, Strecke und Kart. Was soll das bedeuten auf Deutsch? Das ist absolut nichts, worauf ich bei schüchtern komme, muss ich sagen. Strecke, Mute, wegen Affe, der den Mund zuhält. Auto oben mit Wind, fliegende... Bruder, was? Bruder, was? Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Mute, ja, genau. Das wäre das Symbol für Mute City. Das wär, ich denke, bei dem Affen denke ich irgendwie an so ein Geheimnis. So. Der hat so ein Geheimnis oder so. Das Kart ist unfassbar. Wenn das diese Kutsche ist, dann quitt ich. Herzschlag gleich Beat. Frankreich, Artikel, Men... Bruder, hab ich jemals Französisch gehabt? Beatle, klingt wie Beetle. Ist gleich Käfer. Ist gleich... Kann ich dich... Bann vom Server irgendwie? Geht das? Beatle? Das? Das ist krank, Luca. Das ist krank. So, Freunde, an dieser Stelle endet diese erste Folge erst einmal. Denn ich habe euch ja erzählt, der Stream ging 3 Stunden und das, was ich jetzt zusammengeschnitten habe, kommt gerade mal aus 45 Minuten. Das heißt, da ist noch ganz viel mehr Zeug. Wenn ihr noch eine weitere Folge sehen wollt oder sogar noch mehrere, schreibt es mir gerne in die Kommentare und zeigt es mit einer Bewertung. Und dann werde ich den Rest versuchen, auch noch irgendwie dran zu schneiden. Ansonsten war es das für heute mit dem Video. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut raus und ciao. It's not a case.